ich möchte einfach Gedanken in die Bevölkerung bringen, die sie vom Fernsehen niemals kriegen werden. Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, alle zusammen, je nachdem, wann ihr diese Sendung schaut. Ich grüße euch recht herzlich heute am Mittwoch, den 24. April 2024, zu einer neuen Ausgabe Geopolitische Analyse von und mit Hans-Joachim Müller. Erstmal liebe Grüße und schön, dass du da bist. Hallo, Hajo. Und da freut mich sehr. Und wir machen natürlich wieder eine Satire-Sendung. Das ist ja heutzutage ganz wichtig. Eine satirische Informationssendung. Anders kann man es ja auch gar nicht mehr ausdrücken. Was gab es denn für dich so diese Woche bewegend Neues, Hajo? Fangen wir doch mal ganz einfach so rum an. Was war denn für dich die Meldung der Woche? Gab es eine? Nee. Gut. Ich finde alles ein bisschen langsam und kühl. Sehr kühl, das Kühle macht dort die Gedanken ein bisschen träge. Du meinst also dieses Wetter da draußen, das etwas frisch daherkommt? Ja, ich bin aber zufrieden mit dem Wetter, weil das heißt ja, wenn es so kalt ist, dass die Deutschen erfolgreich Steuern gezahlt haben. Fürs Klima. Ja. Das können die aber auch, denn dann komme ich zu einer Meldung, die fand ich klasse. NTV hat wieder mal festgestellt, die deutschen Haushalte sind aktuell so reich wie nie. Jawohl, Privates Geldvermögen, also bam. ich sage dir, wir sind ja reich. Man müsste es eigentlich umgraben, so wie Dagobert Duck. Ja, damit das Gold nicht schimmelt. Ja, das ist wohl wahr. Also das haben die festgestellt, auch das private Geldvermögen, dass das in den Händen von 2% ist, wird natürlich nicht thematisiert. Aber wenn man das so liest, können wir ja auch noch Steuern erhöhen. Ja, natürlich, bis 90% hat ein CDU-Mann gesagt, vor 7 Jahren ungefähr. Na gut, da fehlt ja nicht mehr so viel, würden jetzt ganz böse Zungen quasi munkeln. Ja, aber die Deutschen können doch jetzt die CDU wählen. Also da haben sie dann 90%. Da haben sie dann 90%. Weil du die Wahl ansprichst, das ist ein interessantes Thema, zu dem wir nachher gleich kommen. AfD-Landtagswahl in Thüringen und natürlich die Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten von Amerika. Hinter mir seht ihr das Bild aus Gera. Und dort kam eine ganz interessante Frage von mehreren Zuschauern, die etwas verwirrt waren über die Osmanen. Gleich vorab auch hier, liebe beruflich bedingten Zuschauer und Zuhörer, wir distanzieren uns von jeglicher Form von Gewalt, Diskriminierung, Rassismus und Hetze. Und wir distanzieren uns auch von den besagten 12 Jahren, die man da immer gerne als die einzig geltende deutsche Geschichte wahrnehmen sollte, laut der Mainstream-Presse. Und dort haben einige Zuschauer gefragt, warum denn Türken die Plattform gegeben wird. Das war also die Frage der Zuschauer. Ein paar Zuschauer haben sich gewundert, weil doch dort auch sehr großes Aggressionspotenzial steckt. Aber das steckt ja auch bei Deutschen, Chinesen, Amerikanern, Afrikanern. Das steckt leider überall in der aktuellen Politiksituation. Aber vielleicht kannst du da mal ein bisschen was erklären, was denn jetzt wirklich Tatsache mit den Osmanen, was es damit auf sich hatte. Jetzt habe ich es. Ne? Schon mal gleich Gebärbock zu Beginn. Osmanen sind keine Türken. Ja, Türkei ist gegründet, ich glaube so um 20 rum. Und vorher war die osmanische Monarchie dort führend. Es sind also, wenn sie sich Osmanen nennen, kulturvolle Anhänger der Monarchie. Es hat also nichts mit irgendwelchen Aufbauszenarien nach dem Krieg zu tun. Ja? Die Osmanen haben mit Sicherheit das Deutsche Reich nicht aufgebaut. Das sollen ja nach Steinbeißers Meinung die Türken gewesen sein. Obwohl ich sicher bin, dass ich dabei war. Ja? Ich habe das Land aufgebaut im Ostteil und im Westteil meine Tante. Und mein Vater. Du meinst also, deine Familie war auf beiden Seiten beteiligt, um das ganz kurz abzuschließen mit den Osmanen, weil wir haben ja auch viele, und das finde ich interessant, viele türkische Zuschauer hier in der Sendung und die ja teilweise schon zweite, dritte Generation in Deutschland leben. Und was ich toll finde, ist, dass genau selbige türkischstämmige Menschen sich auf der einen Seite in Deutschland wohlfühlen,
und auf der anderen Seite aber ihre Herkunft, ihre Kultur und ihre Wurzeln nicht vergessen und somit im Prinzip auch ihre Identität nicht vergessen. Und das hat ja nichts mit Aggression zu tun. Es wird ja uns immer gerne erklärt, dass wenn du deine Wurzeln und deine Ahnen ehrst, dann ist es ja rechts. Egal, ob du Deutscher bist oder Türke oder Russe, darf man das noch sagen? Ja, alles, was nicht G7, also die sieben Zwerge meine ich damit, ja, was das nicht zusammenhält, das ist ja rechts. Also fürchterlich rechts. Also was ist denn rechts? Das ist rechts. Ne? Also von den Zuschauern wäre das jetzt links, wenn er auf den Bildschirm schaut, aber ja. Das ist da, also, das ist da bedeutungslos. Es gibt kein rechts und links. Es gibt nur für die unsere Demokratie und für Monarchie. Das ist jetzt mal ein schöner Satz. Ich wollte fast schon sagen Schlusswort, aber so jetzt sind wir Gott sei Dank noch lange nicht. Ich habe da neulich was Nettes gelesen, ist schon ein bisschen älter, kam mir wieder in Sinn, weil ja vielleicht die Ampel sich auflöst. Und das kennen wir ja aus dem Straßenverkehr. Wenn die Ampel ausfällt, gilt rechts vor links, ne? Ja, die Ampeln finde ich sowieso generell schlimm, weil du stehst vor einer Ampel und hoffst, dass Grün kommt. Also das ist so verwerflich. Ich hoffe, dass das Grün verschwindet, ja, aber trotzdem möchtest du, dass Grün kommt. Komisch. Haben sie irgendwie ideologisch lange genug vorbereitet? Ja, wahrscheinlich, aber man mag ja auch keine grünen Bananen. Also von daher hebt sich das vielleicht wieder auf. Wir kommen zu einer Meldung, die finde ich ganz interessant, denn der Herr Carsten Breuer, Generalinspektor der Bundeswehr, sagte, die NATO verlege 90.000 Soldaten an die Ostflanke und die BRD geht nun all in, sagt er, also auf gut Deutsch mit allem, was wir haben, wie viel auch immer das sein mag. Und diesmal werden alle Kräfte dort gebündelt, denn die BRD stemmt die Logistik in Deutschland und da das gut ist, sieht man daran, dass wir das Drehkreuz sind für die Amerikaner in Europa. Hat er ganz stolz verkündet. Und jetzt all in Ostflanke und auf geht's. Ja, ich finde das erstmal ein bisschen ehrlich. Sie sagen, Sie stehen an der Ostflanke, ja? Es standen schon mehrere an der Ostflanke. Die sind dann alle ein bisschen zurückgekommen. Hat sich nicht ergeben, dort zu gewinnen. Also, der Breuer hat gesagt, sie stehen an der Ostflanke. Das bedeutet, es gibt kein Polen, kein Deutschland, es gibt nur noch die Ostflanke. Die NATO. Und die NATO wird jetzt den 1,5 Millionen Russen mal zeigen, was man mit 90.000 Mann ohne Munition für Gewinne herbeiführen kann. Ja, die Gewinne, die sehen nicht so rosig aus, weil der hat, wo habe ich es denn, wo habe ich es denn hier? Der General Christopher Cavoli ist Leiter des European US Military Command Centers, also der europäischen Streitkräfte der USA, ist der Leiter. Und der sagt, die meisten russischen Streitkräfte sind in keinster Weise vom Ukraine-Konflikt betroffen. Und da hört er unsere Sendung. Weiß nicht, ob er Deutsch spricht. Ach so. Aber gesagt hat es. Cavioli spricht Russisch, das habe ich, glaube ich, gehört. Na, muss ich ja dann verständigen, wenn Russen kommen. Ja. Also, ich sehe das alles mit einem freundlichen Auge. Mir gefällt das, wenn, das ist wie mein Hund, ja, wenn der Schäferhund kommt, vor der Türe. Will er den zerreißen und wenn du die Tür aufmachst, ist er ganz lieb. Und genauso wird es zur NATO gehen, aber die NATO ist ja das gar nicht, die da an die Ostflanke verlegt ist. Es ist die neue NATO, also die, naja, die Deutschland geführte NATO. Die NATO. Erzähl doch mal ein bisschen was über die NATO, die neue NATO für die Zuschauer. So ein Ja, bisschen. du. Das, was du schon in den Medien hattest, dass die Amerikaner nicht mehr mitmachen und die Briten nicht mehr mitmachen, bedeutet im Grunde, dass es zwei NATOs gibt. Ja, eine, die zu diesen Pariser Verträgen gehört. Das ist dann Amerika und England und Frankreich und so weiter. Und jetzt hat sich eine neue gebildet. Alle die, die aus dem Ostblock entlassen wurden 1990, also Deutschland, ja, das ja jetzt wieder DDR ist, dann hast du die Polen, die Tschechen, die anderen machen schon nicht mehr so richtig mit.
Aber du hast damit eine riesige Militärmacht. Ja. Wenn Deutschland auftritt, dann zittert die Welt. Nee, das war früher, warte mal. Heute ist das irgendwie anders. Das darfst du aber auch so nicht sagen, weil dann wird mir ja denken, dass du vielleicht aber von der Zeit sprichst du ja auch nicht, ist ja klar. Also ich weiß, aus meiner Familie ist es zwei Leuten nicht gut bekommen, da nach Russland zu marschieren. Die sind nicht wiedergekommen. Also Ja, sie hätten einfach abhauen müssen, wie das die jungen Ukrainer tun. Die sind relativ klug. das stimmt, die sind relativ klug und hauen ab. Bevor wir weitermachen, möchte ich ganz kurz zu den Fahnen, die man bei mir im Hintergrund sieht, was sagen. Vielleicht kannst du auch was dazu sagen. Also wir sehen hier einmal dieses Schwarz-Weiß-Schwarz mit so einem Adler drauf. Das ist die Fahne des Königreichs Preußen. Die schwarz-weiß-rote Fahne betrifft das Deutsche Reich von vor dem Ersten Weltkrieg. Schwarz-weiß für den größten Staat Preußen und rot für die kleinsten, die Hansestädte, daher schwarz-weiß-rot. Dann sieht man irgendwo am Bildrand die Fahne des Großherzogtums Badens, hier in blau sage ich schon, in rot und gelb. Bayern ist zu sehen. Siehst du noch irgendeine Fahne? Also vielleicht kannst du was. Hinten sehe ich noch Fürstentum Reuß, ältere Linie über den zwei schwarzen Boxen. Warum wird immer über diese Fahnen so Böses gesprochen dabei? Haben die doch mit besagten 12 Jahren nicht mal das Geringste zu tun. Ja, das ist ja durch den Versailler Vertrag verboten worden. Sie wollten ein einiges Deutschland, ja. Und da haben sie dann die Schwarz-Rot- und Vatikanfahne genommen. Damit sie eben sagen können, die Deutschen sind böse. Ja, da brauchst du eine geeinte Flagge für alle Deutschen. Und das ist eine Forderung aus dem Versailler Vertrag. Aber Schwarz-Weiß-Rot ist unsere Nationalflagge für das Deutsche Reich. Und das kommt mit Sicherheit wieder, weil es noch da ist. Es wird nur noch nicht sehr deutlich gezeigt. Aber guck dir mal die vielen Reklamen an, die im Fernsehen sind. Überall ist heute Schwarz-Weiß-Rot drin. Das wiederum, wenn man aufmerksam ein bisschen Reklame schaut, sieht man, und das ist irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt mathematisch nicht mehr als Zufall zu Nein, deklarieren. geht nicht mehr. Wir haben noch eine Meldung im Inland, also noch mehrere, aber so eine, die fand ich ganz interessant. Du hast wirklich rechtzeitig deine Favoritin gewechselt, denn der Fokus hat getitelt, dass man gespannt sei, wie lange man diese Frau noch ihren Job machen lassen kann, da sie uns auch oft im Ausland blamiert. Und sie sprachen von Annalena Baerbock. Ja, das lehne ich ab, solche bösen Aussagen gegen meine Regierung. Also ich finde die einfach spitze, weil sie zeigt mir, in welchem Zustand Deutschland ist. Und da so viel Ehrlichkeit finde ich bewundernswert. Gut, wenn die dann im Prinzip beim Bundestag auf Wandertag gehen, dann könnte man das ja auch unter dem Titel laufende Kosten betiteln, ne, wenn die mal so ein Wandertag haben. Ne? Also man muss ja da einfach auch mal drüber reden. Ich habe noch eine Meldung aus Deutschland, wobei die ist eigentlich aus der Türkei. Unser Herr Steinmeier, der ist ja auch klasse und sehr beliebt. Und der wurde in der Türkei nicht wirklich herzlich empfangen, obwohl er doch Tatsache gefrorenen Döner dabei hatte. Naja, aber das verstehe ich nur wiederum nicht. Das müssen die Osmanen gewesen sein. Denn die Türken, die im Bundestag sitzen, die lieben den Steinbeißer. Ja. Ja, und die sind gerne in Deutschland, weil es gibt ja gutes Geld, kann man mal ruhig sagen. Kann man mal ruhig sagen, ist ja auch wichtig, weil wir haben ja auch so viel Geld wie nie, hat ja NTV festgestellt. Von daher können wir ruhig auch was abgeben. Ja. Eins habe ich noch im Inland, und zwar gab es eine Benefizgala für die Ukraine in Berlin. Und dort hat der liebe Herr Gauck, den man ja auch kennt, gesagt, und das fand ich also klasse, wie er das gesagt hat, wenn die Bevölkerung nicht versteht, dass wir so eine Gala brauchen, oder dass man das nicht begreift, dann haben wir nicht verstanden, wie wichtig die Ukraine für unsere Freiheit ist. Ja, Ihre Frage. Hast du das unsere davor gehalten, Ja, selbstverständlich hat er so ja? gesagt, nämlich. Wenn Sie da reden, dann sagen Sie immer unsere Freiheit, unsere Demokratie, unser Rechtsstaat. Also es ist deren Freiheit, deren Demokratie und deren Rechtsstaat. Weil ich kenne keine rechtlich vernünftigen Verhältnisse in Deutschland. Es ist immer noch Weisungsrecht eines Angestellten gegenüber einem anderen Angestellten.
der Kolonialmacht USA. Also du meinst, er spricht von seinen Freunden und nicht Na, von unseren. unsere bedeutet, dass mein Geld und mein Haus und meine Bevölkerung, ich kann damit machen, was ich will. Ja gut, dein Geld braucht er ja nicht, weil du als Bürger der BRD hast ja so viel Geld wie nie zuvor, hat ja NTV festgestellt. Also braucht er ja dein Geld gar nicht, weil du bist ja, also du hast ja, weißt du, also ist ja logisch. Na, Lass uns Logo, mal die. Munzmeier. Ja, oder? Ist ganz klar. Lass uns mal über den Teich gucken. Zuerst mal nach Florida, weil dort spricht man über einen Gesetzesentwurf, der mRNA-Impfstoffe in ihrer Gänze als tödliche Biowaffen deklariert. Und über so einen Gesetzesentwurf spricht man in Florida. Ja, du bist in allen Ländern in einem ganz anderen Öffentlichkeitszustand als hier. Hier wird das ja immer noch als Kavaliersdelikt abgetan, diese Diktatur der Kokolores-Fanatiker. Aber in Amerika gibt es schon Klagen, in England gibt es Klagen gegen die Administration. Und jetzt hast du, weil die Bevölkerung es will, auch Gesetze gegen diese Pharmafirmen. Also das ist ein Gesetz, was du jetzt vorgestellt hast, gegen Herrn Rockefeller und seine Familie. Also Ja, falls der Herr Rockefeller zuschaut, dieses Gesetz habe nicht ich vorgeschlagen, ich habe es nur vorgelesen. ich meine ja. Also du hast öffentliche Gesetzesvorhaben gegen die US-Elite. Und das ist erstaunlich, dass sowas schon möglich ist. Du hast das Gleiche in den beiden Staaten, die Chemtrails verboten haben. Ja, auch das sind Vorhaben in Gesetzesform gegen die US-Elite. Und die sind also Jahre uns voraus. Nur haben wir den kleinen Unterschied, bei uns reicht ein Befehl. Und alles ist ganz anders, ja, weil wir nicht souverän sind. Wir sind so lange souverän, wie der Biden da irgendwo rumhüpft. Also der steht ja noch auf der Bühne, erzählt irgendwelchen Schmus, völligen Blödsinn, aber unsere Medien erkennen ihn als Präsidenten der USA an. Einen Mann, Ja. der alle Tassen im Schrank hat. Ja, das, ja, gut, er ist ja ab und zu auch mit einer Tasse schon gesehen worden, deswegen hat er vielleicht nicht alle im Schrank, weil er ja eine in der Hand hielt. Er hat übrigens eine schöne Aussage gemacht, hier aber nochmal zu dem Himmel hinter mir, weil du Chemtrails ansprachst. Man sieht ja, glaube ich, hier so über diesen Preußenfahnen sieht man ja auch diese ganz neuartigen Gitterwolken. Sieht man jetzt hier auf meinem Bild auch. Ich weiß nicht, ob du die erkennen kannst, aber da Nein. sind ja diese neuartigen Gitterwolken, weil du Chemtrails ansprachst. Also, ne, gibt es auch hier bei uns. So. Jetzt zu den USA. Da ist ja richtig was los. Ne? Der Herr Biden hat sich versprochen, er wollte sagen, ich denke, er wollte sagen, wie oft muss Donald Trump noch beweisen, dass man ihm nicht trauen kann? Das wollte er meiner Meinung nach sagen. Oder er hat es wirklich als Auftrag gekriegt, es absichtlich falsch zu sagen, denn er sagte wörtlich auf Englisch, wie oft muss Donald Trump noch beweisen, dass man uns nicht trauen kann? Er Naja. sagte, er sagte, that we can't be trusted. Er sagte nicht, that he can't be trusted, that we can't be trusted. Also wir, dass man uns nicht trauen kann. Und das, ich habe mir das einige Male angehört, diesen Schnipsel, und auch diese ganze Rede. Nicht, dass ich da was aus dem Kontext falsch interpretiere. Er sagte wirklich, wie oft muss Donald Trump noch beweisen, dass man uns nicht trauen kann? Ja, du bist dort viel weiter als hier. Du hast jetzt gerade den. Ich glaube, es war gestern, ja, müsste gestern gewesen sein, die Abstimmung zum Kandidaten der Republikaner. Und Pennsylvania. da brauchtest du 1200 Stimmen, gekriegt hat er 1900 und der höchste andere, also Nikki Haley, 90. Ja. Es ist also gelaufen, die Geschichte, er wird kandidieren, egal ob er im Gefängnis sitzt oder nicht. Ja. Das wäre jetzt der nächste Punkt, Gefängnis. Das wird ja langsam aber sicher eine heiße Kiste, weil er hat selbst davon gesprochen, dass es sein kann, dass er ins Gefängnis kommt. Was ich interessant finde, ist, dass im Moment bei den Demokraten nachgedacht wird, darüber ein Gesetz zu erlassen, dass ein verurteilter Ex-Präsident keinen Secret Service-Schutz mehr genießen sollte oder darf.
ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Dann gab es gestern auf One American News Network und bei American Sunrise über Real American Voice eine Sendung, die klar sagte, Trump könnte das Ziel eines Attentatsversuches oder sogar einer Ermordung werden und damit spielen die Demokraten, kam dort im Fernsehen. Denn er wird vielleicht ins Gefängnis gesteckt, bekommt dann vielleicht keinen Secret Service Schutz mehr und der Reporter meinte, das sei die einzige Chance, Trump loszuwerden, weil es anders nicht mehr geht. Und Marjorie Taylor Greene sagte wörtlich, sie wollen Trump tot sehen. Mundtot oder mausetot. Das wird dort offen besprochen und hier kein Wort darüber. Kein Wort. Ja, es wird nicht so kommen. Das mit dem Gefängnis, das wäre eine lustige Geschichte, weil sie das Gesetz nicht ändern können zum Schutz der Präsidenten. Sie müssen den Trump genauso schützen wie einen Bill Gates, nee, nicht Bill Gates, war nur Beihilfer zum, Zu spritzen. wie Clinton hieß der hieß der letzte, andere war. Obama oder wie der heißt. Das war der mit Michael. Bush und so weiter und Clinton, die kriegen ja auch Schutz, nicht so viel, ja. Du musst mal gucken, wenn der Tross kommt von Trump, ja, 40 Autos. Und wenn sie denn jetzt einsperren werden, also in das Gefängnis 40 Autos einziehen und ungefähr 100 bis 150 Angehörige des Secret Service. Also die brauchen ein separates Gefängnis für Herrn Trump. Ich glaube alles, das wird nicht kommen, weil das nur Propaganda sein kann. So schnell kann Amerika keine Gesetze erlassen. Und Trump ist Favorit, er wird Präsident. Das alles kann niemand mehr verhindern, außer mit eben dem, was bei Kennedy gelungen ist. Aber ich glaube nicht an solche Dinge. Der wird das alles durchziehen und wird zur Wahl bereitstehen oder wird vorher schon Präsident sein. Was aber gefährlich ist, hat die Hillary Clinton gesagt. Die hat nämlich nochmal explizit vor Trump gewarnt. Nämlich, der ist nämlich, sagt sie, also die liebe Hillary, er sei autoritär und wird die Opposition ausschalten oder gar töten. Russland habe ihm geholfen, klar erwiesen, 2016 zu gewinnen. Putin habe aus Angst vor Clinton, also vor ihr selbst, den Trump favorisiert, weil die Clinton die einzige ist, die Trump, die Putin Paroli bieten würde. Ich komme schon ganz durcheinander hier. Also die Clinton bietet Putin Paroli, der Trump natürlich nicht. Deswegen hat Putin für Trump die Wahl gefälscht, damit der Trump, der autoritär ist und die Opposition ausschalten will, Präsident wird. Und das wäre gefährlich für unsere Demokratie. Ja, die haben die gleichen Sorgen wie in Berlin. Aber macht ja nichts draus. Ich vermute, die Tante gibt es gar nicht mehr. Du meinst, sie wurde schon entklintonisiert? Ja. Das ist möglich. Das ist natürlich eine Verschwörungstheorie, die natürlich rein Verschwörung ist, liebe beruflich betätigten Zuhörer. Bloomberg hat was getitelt. Das fand ich interessant, was den Finanzsektor betrifft. Die US-Regierung zahle mehr Zinsen für die eigene Verschuldung, als sie fürs Militär ausgibt. Und das könnte ein Kipppunkt sein, zumal China sich vom Dollar befreit. Und das im Prinzip genannte Rockefeller-Rothschild-Imperium im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Land wirft. Und Zero Hedge hat weitergetitelt, dass China tonnenweise, also finanziell tonnenweise, US-Staatsanleihen in Höhe mehrerer Milliarden abwirft. Und das wohl das Ende der Dollar-Hegemonie nun bezeichnet und betitelt. So, Ja, Zero Hedge und Bloomberg. dieses Ende ist doch schon lange da. Wenn ein Land wie die USA alle 100 Tage 1 Billion Dollar herbeijubelt, ja? Drucken, 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 drucken. 1 Billion aller 100 Tage. Das sind in 10 Tagen 1 Billion. 100 Milliarden in 10 Tagen, das sind täglich 1 Milliarde weg, ja, nix. Das Land ist pleite. Da gibt es niemanden mehr, der noch irgendwelche Dinge retten kann. Und die gesamte Finanzpolitik weltweit läuft
entgegen der USA und läuft einfach weiter. Und die USA stehen da und müssen jetzt schon Tricks anwenden, um noch Benzin kaufen zu können. Und nicht immer das klappt. Der Biden hat das ganze Benzin verjubelt, um Ukraine zu finanzieren. Und jetzt wollten sie von Venezuela Benzin haben. Venezuela hat ja nicht geliefert, weil sie denen die Staatseinnahmen geklaut haben. Vor 4 Jahren, 5 Jahren war das. Und da haben sie jetzt gesagt, also ihr kriegt euer Geld. Das ist auch nur hergestelltes Geld, ja. Und Venezuela hat das Geld genommen und liefert jetzt trotzdem nicht. Ist aber aus venezuelanischer Sicht relativ clever, weil so kann man im Prinzip auch dem Dollar seine Macht entziehen. Natürlich, es ist vorbei für die 7 Zwerge. Sie hängen alle nur noch an diesem toten Fisch. Es gibt keine USA-Finanzpolitik mehr. Sie können froh sein, wenn sie einen Tag jeweils überleben. Ja. Und erstaunlicherweise wird das alles in der EU schleifen gelassen. Ja? Niemand in der EU reagiert überhaupt noch. Die Lagarde macht gar nichts. Und Ja gut, der wird mir lässt den böse tun. Anschein zu, dass die Amis den Euro mitziehen. Ja? Aber natürlich bedeutet das, da beide Eigentümer identisch sind, Fed und EZB, dass hier überhaupt keiner mehr Finanzpolitik macht. Und sie hängen sich einfach nur noch an die Festlegung der Yellen, heißt die, glaube ich, ja? Die Die Tante. Finanzministerin, also die sich zumindest so nennt, genau, die heißt Yellen. Also das ist eine Finanzministerin ohne Finanzen. Das hat es in Amerika noch nie gegeben. Na, da würde jetzt unser Wirtschaftskompetenzminister sagen, die hat schon Finanzen, die sind nur vorübergehend woanders. Ja, oh, die Amis können leid tun. Wenn sie den Trump nicht wiederkriegen, ja, dann gehen sie den Bach runter. Ja, wobei vielleicht ist er gar nicht weg. Ne? Weil der hat sich mit dem polnischen Präsidenten getroffen, dem Herrn Duda, in New York und über die Ukraine, über die NATO und über Israel etc. unterhalten. Darf das nicht nur ein Präsident eigentlich? Oder wie habe ich das zu verstehen? Oder haben die sich einfach nur zum Bierchen getroffen? Na, natürlich ist die Annahme nicht falsch, dass Trump Oberbefehlshaber der USA ist. Diese Annahme würde ich mitgehen. Dass er Präsident der Corporation ist, ist nicht der Fall. Aber wenn du die Leute in der Administration USA solche Dinge tun siehst, wie es jetzt in der Ukraine oder Israel oder weltweit ist, sie reagieren nicht mehr auf Spannungen. Sie tun nichts mehr. Ihr Militär tut nichts mehr. Sie lassen alle anderen sich lächerlich machen, wie jetzt die Deutschland geführte NATO, ja, die jetzt ja Russland mal zeigt, wo es lang geht. Ja, das dauert, das machen wir, zack. Und die Amis gucken zu, weil sie nicht mehr in der Lage sind zu reagieren. Money, money, ja. Sie haben ihr gesamtes Geld verpulvert, ja, sie haben ihre Waffen, die sie übrig hatten, verpulvert, die Munition verpulvert. Und sie sind nicht fähig, überhaupt noch einen Krieg zu führen. Und genau deshalb passiert überall nichts. Überall werden Herde immer angezündet und ein Tag, 2 Tage vorbei. Ja, hast du jetzt zweimal gesehen. Und in der Ukraine ist es auch alles sicher. Natürlich müssen sie den Leuten Geld geben. Ja. Die Bevölkerung lebt von diesem Geld, weil keinerlei Inlandprodukt hergestellt wird. Also muss man diese Leute finanzieren. Und du brauchst da mindestens 1.000 Mark pro Mann. Ja. Da muss Miete zahlen, Essen kaufen. Und die Preise sind nicht billiger als hier. Also es ist notwendig, die Bevölkerung zu finanzieren. Dazu brauchen sie also bei, naja, 30 Millionen hast du noch dort.
30 Milliarden jeden Monat. Also 30 Milliarden jeden Monat, das ist ungefähr so viel, wie ein deutscher Haushalt zur Verfügung hat, laut NTV. Ne? Wird wieder so kommen, das war ja schon mal so. Ja, das waren aber dann die Milliarden, die nicht so viel wert waren, weil das für ein halbes Pfund Butter drauf ging. Also du meinst diese Zeit in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Ja, also Sie haben jetzt diese 60 Milliarden geliefert. Sie müssen die Bevölkerung finanzieren, sonst verliert jede Lust, ja, oder hat Hunger. Das kann man nicht machen in solchen Zeiten. Und dann haben Sie noch 30 Milliarden, mit denen Sie irgendwo Waffen kaufen könnten. Das ist aber nur möglich bei den Russen und den Chinesen. Die sind die einzigen, die noch Waffen haben und Munition. Nein, die Russen bauen doch Mikrochips aus Waschmaschinen aus und kämpfen mit Klappspaten, Hajo. Das haben wir doch jetzt ausführlich Natürlich gelernt. weiß ich das, ja. Aber hier geht es jetzt um Granaten und solche Sachen, ja, und Kanonen. Und da ist nichts mehr da. Und dann hat man nur 90.000 Mann, das ist das Gesamtaufgebot der NATO, ja, dieser neuen NATO. Und die Jo. rammeln jetzt durch Europa und durch Deutschland und durch Polen und nach Litauen. Völlig bedeutungslose Geschichten, weil das niemanden interessiert. Der böse Putin, ich habe gesagt, böse, ja. Ja, du hast es gesagt, du hast es auch richtig formuliert, gut betont, alles Also richtig. der böse Putin, der wird sicher nur grinsen, wenn er dieses Gesamtaufgebot der NATO sieht, das nach zweijähriger Planung und nun endlich gemeinsam, falls sie sich verstehen untereinander, über die Straßen Europas rast oder langsam fährt, je nachdem. Ja, aber 90.000 sind ja laut manchmal grüner Rechnung 5 Drittel der Weltbevölkerung. Ja, natürlich. Also die Russen haben 15 Mal, nein, 17 Mal so viel Militär und haben eine Überproduktion an Munition. Da hat sich ja der Amerikaner schon beschwert, dass die einfach zu viel Munition herstellen, die Russen. Das kann man doch nicht zulassen, ja. Aber Embargo geht nicht bei Munition. Die Russen haben alle Rohstoffe und sie haben die Fabriken. Also lass das laufen. Die Amis wissen nicht in dieser Situation, wie sie handeln sollen, weil kein Handeln mehr möglich ist. Entweder Friedensvertrag, das können sie machen, anbieten, oder jeden Tag sind ein paar Hektar weniger. Ukraine. Was hältst du für wahrscheinlicher, irgendwann die Verhandlung oder dass das Ganze dann einfach mal weg ist, außer vielleicht Kiew? Ich denke, die jetzigen werden es laufen lassen, weil Krieg ist ja gut. Hast du mal 1984 gelesen? Also du sprichst jetzt bei Krieg ist gut für das Geschäft des Für militärisch-industriellen alle, Komplexes, nicht das hier für die beruflich gesamte bedingt. Administration ist Krieg immer gut. Gut, nicht, dass hier ein Wenn er beruflich so. bedingter Zuschauer noch, warte schnell, nicht, dass ein beruflich bedingter Zuschauer denkt, du rufst zum Krieg auf. Das wollen wir hier vermeiden, ne? Für die Administration ist Krieg das Beste, was passieren kann, aber er muss so ein bisschen sein, ja? Nur ein bisschen. So wie bei 1984 geschrieben. Ja? Raketen kommen und irgendwas lässt die Regierung in die Luft fliegen im eigenen Land. Und dann schreibt man in der Zeitung, also das ist jetzt Krieg. Ja? Und nach ein paar Jahren wieder, das hat der, wie hieß er, Welz, ja? Da ist der Welz, gut geschrieben, wie man das macht. Und dieser Zustand, der wird von der aktuellen Administration bevorzugt. Aber er ist natürlich nicht durchhaltbar, weil tatsächlich ein realer Krieg stattfindet in der Ukraine. Und dort geht es halt um alles für die sieben Zwerge. Da geht es für alles um die sieben Zwerge.
Das darf man ja sagen, alles für die sieben Zwerge und alles für die Natur. Man darf aber nicht sagen, alles für, du weißt schon, das darf man nicht sagen, weil das war eine Lo Ja, da werden Politiker dafür angeklagt, obwohl auch diverse Unternehmen mit demselben Slogan schon geworben haben. Wir werden es jetzt nicht aussprechen, ne, aus Sicherheitsgründen. Und gleichzeitig läuft ja der Prozess gegen Trump in den USA und zufälligerweise läuft er gegen den Leader der stärksten Opposition in Thüringen. Läuft zufällig jetzt auch ein Prozess, so kurz vor der Wahl. Das ist aber reiner Zufall. Nein, 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 nein. Sie Doch, haben. jetzt hab ich's doch probiert. Wir sind eine Satire-Sendung. Hajo, natürlich ist es Zufall. Das ist doch kein Kalkül. Wir leben doch in einer rechtsstaatlichen Werte-Dingsbums. Also wir sind doch immer im Westen solidarisch. So, jetzt haben wir es Und wieder. wenn der Solidarność ganz oben sagt, wir machen jetzt mal lieber die Prozesse vor Gericht und dann versuchen wir ein Gesetz zu machen, dass Verurteilte nicht Präsident werden können. Und das wird in den USA gemacht, das wird in Deutschland gemacht und das wird auch in den nächsten Ländern gemacht, wenn er noch nicht der sieben Zwerge nicht mitmacht. Ja. Also macht er da keine Gedanken. Es läuft immer in der Kolonie genauso wie beim Mutterland. Das ist jetzt mal eine schöne Metaphorik gewesen. Ach, das hat mir jetzt sehr gut gefallen. Es läuft immer in der Kolonie so wie im Mutterland. Da würden jetzt böse Zungen munkeln. Deswegen hatten ja auch die afrikanischen Menschen in den deutschen Kolonien vor dem Ersten Weltkrieg dieselben Rechte wie die Deutschen im Kaiserreich. Ja, natürlich. Wir hatten die Menschenrechte aus der Verfassung 1871 und dem Bürgerlichen Gesetzbuch. Aber das ist natürlich nicht der Grund, warum England ein Problem damit hatte, also die englische Krone, nicht die Bevölkerung. Das ist natürlich nicht der Grund, es ist reiner Zufall, dass die uns dann irgendwann angegriffen haben. Aber also laut bösen Zungen, wir behaupten das ja nicht, weil wir glauben ja immer an die offizielle Geschichtsschreibung, weil die stimmt ja. Daher heißt sie ja auch offizielle Geschichtsschreibungen. Die halten wir uns selbstverständlich. Jetzt habe ich hier eine Frage eines Zuschauers. Ein Ingo David stellt die Frage, ob du vielleicht weißt, was ein Friedensvertrag für Hamburg bedeuten würde, da ja einige Stadtteile damals noch zu Preußen gehörten, also aus Hamburg. Der Verein Altona 93, heute in Hamburg, trägt noch die kaiserlichen Fahnen in seiner Farbe. Farbe in seiner Fahne. Siehst du, Speerbocke heute ein bisschen. Also, was bedeutet der Friedensvertrag für Hamburg? Mussten die dann wieder Gebiete abgeben? Wird es dann wieder preußisch? Weißt du das? Weißt du das nicht? Das fragt sich der Zuschauer. Es gibt einen Friedensvertrag mit dem Oberbefehlshaber des Heeres. Und das ist der König von Preußen. Und er hat innerhalb des Militärs, also solange Krieg ist, ist er allein befugt, für alle Staaten zu handeln. Egal, ob die halbe halbe sind, also halb Hamburg, halb Preußen, ist völlig bedeutungslos. Im Zustand des Krieges, zu dem ein Friedensvertrag gemacht werden muss. Also handelt er im Namen des Reiches und nicht im Namen Preußens. Und danach, wenn der Frieden vorhanden ist, dann sind es unmittelbar die souveränen Staaten wieder da. Und dann muss natürlich Hamburg mit dem König von Preußen, also der Bürgermeister von Hamburg, muss mit dem König von Preußen verhandeln. Was machen wir nun mit den Grundstücken? Die Grenzen hast du nicht verändert. Sie sind genauso wie 1914. Das sind ja Dinge, weil die auch ein interessanter Aspekt, da habe ich neulich mal von jemandem was gehört, muss eine Verschwörungstheorie sein, dass die BRD gar keine Gemeinden oder Gebietsgrenzen verschieben kann. Nein. Das muss ja eine Ja, ganz böse, was wäre? das würde ja Ja. bedeuten, die BRD ist nicht souverän, Mensch, hallo. Na, was hier gemacht wird, sind Verwaltungsdistrikte. Das Die ja. verändern sie, wie sie lustig sind, weil ja eine äußere Verwaltung über Deutschland gelegt wurde. Und das hat mit der tatsächlichen Grenze nichts zu tun. Die BRD hat überhaupt keine Grenzen, weil sie nicht mal mehr Geltungsbereich hat. Ja, das, was derzeit stattfindet, ist eine Simulation eines Staates.
Aber das spielt keine Rolle für die Dinge, die vor uns liegen. Vor uns liegt der Friedensvertrag, der wird kommen und vorgeführt wird uns das wahrscheinlich noch, bevor es bei uns losgeht, von Japan. Das wäre der nächste Punkt, zu dem wir kommen. Das ist der übernächste. Ich möchte den Umweg schnell über Russland machen, weil du sagst, die BRD hat überhaupt keine Geltung mehr. Artikel 23 Grundgesetz, der Geltungsbereich, der hat aufgehört zu existieren, bevor damals die DDR der BRD beitrat. Ich drücke es jetzt mal vorsichtig aus, aber der Artikel 23 wurde etwas früher schon neudeutsch gecancelt. Kann man nachlesen, liebe beruflich tätigen Zuhörer. Bevor wir jetzt nach Japan gehen und ins Reich der Mitte und dann nach Japan. Russland hat sich jetzt klar zum Iran bekannt. Es gab ja neulich diesen angeblichen Drohnenangriff, beziehungsweise den gab es ja. Da hatten wir letzte Woche schon ein bisschen drüber analysiert und du hast auch das sehr gut meiner Meinung nach analysiert, genauso wie der Wahrheitsjäger. Auch hier an dieser Stelle nochmal liebe Grüße an den Wahrheitsjäger. Und dann gab es ja den angeblichen Gegenangriff Israels, der ja inzwischen von vielen Kreisen als Fake bezeichnet wird. Also der fand wohl gar nicht statt. Und Russland hat sich jetzt klar hinter den Iran gestellt und hat gesagt, hier, wenn irgendwas Bösartiges seitens des Westens passiert, steht Russland klar zum Iran. Punkt. Deshalb passiert ja nichts, weil niemand sich traut, einen weiteren Schauplatz aufzumachen. Du siehst, dass sie nur noch mit Geld handeln können. Jetzt hat Taiwan, glaube ich, 8, 9 Milliarden gekriegt, Israel 26 und Ukraine 40 oder irgend sowas von den USA. Und was anderes haben sie nicht mehr, außer gedrucktem Papierzeug. Ja. Und du siehst ja gegenüber dem Gold und dem Bitcoin, wie das in den Keller rauscht, dieses Geld. Ja. Aber du hast einen Zustand erreicht, dass Russland in Zusammenarbeit mit China bestimmen kann, was weltweit möglich ist und was nicht. Also du meinst, dass das ein klarer Beweis dafür ist, dass A, die Dollarhegemonie auf der einen Seite, aber auch die sogenannte Stärke des westlichen Bündnisses nicht mehr so ist wie vor 10 oder 20 Jahren noch? Es gibt keinen Weltpolizisten mehr. Es gibt nur noch eine Weltmacht, also China und Russland gemeinsam, und die bestimmen, wo es lang geht. Die bestimmen, wo es lang geht, aber die sind ja böse, haben wir jetzt ja gelesen. Ja, na, selbstverständlich. Natürlich ist das böse, ja. Wenn ich jetzt Regierungsmitglied in Berlin wäre, würde ich sagen, das ist gegen unsere Freiheit und gegen unsere Demokratie und gegen mein Geld. Gegen das, also unser Geld, also nicht unser, sondern deren. Du hast gerade Japan angesprochen. Dort sieht es schon aus, als kippt dort alles. Unter Umständen sogar die Bank of Japan, also die japanische Zentralbank. Ich nenne es jetzt mal salopp mit meinen Worten so. Da könnte man jetzt fragen, wann kippt die Deutsche Bank? Und weil du sagst, es wird uns vielleicht vorher noch in Japan vorgeführt. In Japan gibt es jetzt auch Klagen gegen die Regierung, weil die Regierung nicht ordentlich informiert hat über die Covid-Impfstoffe und vor allem die massiven Nebenwirkungen und dass die gar nicht wirklich ordentlich zugelassen gewesen seien. Und dagegen haben jetzt einige Familien geklagt. Es wurde Schadenersatz angeboten seitens der Regierung und das kam im sogenannten Mainstream-Fernsehen. Fällt Japan auseinander? Also unser Japan? Nein, du merkst damit, dass Japan neu geführt wird. Es sind neue Personen, nein, nicht Personen, neue Menschen im Geschäft in Japan. Du hast auch die eigenartige Situation, dass die japanische Bevölkerung gegen die WHO-Diktatur kämpft. Jawohl. Ja, woanders würde das gar nicht zugelassen. Und hier wird Gott sei Dank mit anderen Dingen abgelenkt, dass dieser WHO-Vertrag nicht wirksam wird. Aber Japan ist schon souverän. Du merkst den gleitenden langsamen Übergang. Wird auch einen Friedensvertrag kriegen unter einem neuen Kaiser. Und wir hängen ein bisschen hinterher. Ja. Ja, wir sind halt nicht die Schnellsten, die Deutschen. Ja, das ist ja nicht so schlimm, wenn wir hinterherhängen. Wir kommen dann dafür wahrscheinlich nachher umso fundamentaler und freiheitlicher hervor. Ich drücke es jetzt mal ganz martialisch aus. Ja.
Du meinst also, Japan wird nach außen zumindest sichtbar vor uns passieren. Ja, ich bin da überzeugt, weil sie schon auch Oberbefehlsdinge von den USA nicht angenommen haben. Ja, sie sind halb auf dem Weg zur Souveränität. Und wir sind natürlich als größtes Deutschland aller Zeiten sowieso souverän. Ja. Nein, das beste Deutschland aller Zeiten. Da müssen wir jetzt also wirklich mal fair sein. Er hat Besser. gesagt, das beste Deutschland aller Zeiten. Beste. Also gut, das beste Deutschland aller Zeiten ist ja, ja das ist irgendwo da. Ich weiß jetzt nicht, wo es ist, ja. Aber wird schon irgendwann mal sichtbar werden. Ja, es gab noch eine Aussage, weil du ja immer vom Wertewesten auch vorher gesprochen hast oder sprachst. Der WHO-Chef hier, der Tedros Ghebreyesus da, ich kann ihn immer nicht aussprechen, er möge es mir verzeihen oder auch nicht. Er ruft junge Menschen, weil das Pandemieabkommen scheint ja zu wackeln, er ruft junge Menschen weltweit dazu auf, ihre Stimme für das Abkommen zu erheben. Es sei ihre Zukunft, ihre Gesundheit, um die es gehe. Und sie sollen bei Familien, Freunden und Bekannten klar für das Abkommen werben und die Lügen entlarven, welche über das Abkommen erzählt werden. Denn dieses Abkommen schützt die Demokratie, schützt die Freiheit, schützt die Souveränität der Menschen und die Gesundheit. Jawohl. Hat er, ja. Huck hat er gesprochen. Ja. Wenn der schon selber sagen muss, das ist doch ein klares Zeichen, dass es nicht mehr so läuft, wie die NGO, WHO das wollte. Ja? Es Ja. ist vorbei, dieses Spiel. Es werden noch die sieben Zwerge mitmachen, falls sie so lange bestehen. Ja? Und man wird das versuchen, hier einzubringen, aber es spielt keine Rolle. Ein einziger Befehl eines US-Präsidenten und alles, was hier veranstaltet wurde, ist Geschichte. Aber man sieht durchaus, wie perfide das Ganze auch systemisch durchgeführt wird. Wie du es gerade auch sagst, wenn er solche Aussagen treffen muss, der Tedros Dingensbumsens, und dass die Japaner eben nicht mehr auf die USA hören, was sie jahrelang gemacht haben. Aber wie perfide das gemacht wird, siehe Schauprozess Trump, Schauprozess Björn Höcke, eine weitere AfD-Abgeordnete. Und das fand ich auch interessant. Und da ist es völlig egal, wie man zur AfD steht oder nicht steht. Es geht um das Thema unsere Demokratie. Und zwar hat die EU-Abgeordnete Christine Andersen, die hat im Parlament die Korruption angesprochen von Ursula von der Leyen, von unserer Euro-Uschi. Ja, das ist Blasphemie. Das ist ganz klare Blasphemie, also absolut. Und dann hat also kurzerhand der Vorsitzende, wie er auch immer nennt, der hat ihr kurzerhand das Mikro abgedreht und gemeint, so geht's gar nicht. Also der hat gerade noch gerettet. Hat er richtig gehandelt, ja, Strom abstellen. Wenn Er die hat. deutsche Bevölkerung mal nicht pariert, kann man ja auch Strom abstellen. Ja, es gibt ja schon die ersten Landkreise, die sagen, keine Wärmepumpen mehr, keine neuen und keine Elektroautos bitte, weil wir werden sonst mit unseren Nutzlasten Problem haben. Ja, haben die Deutschen nicht verstanden, warum Wärmepumpe notwendig ist? Die sind irgendwie bekloppt. Wenn die Regierung sagt, Wärmepumpe einbauen, ja, du brauchst zum Heizen 40% Strom. Und wenn du die Wärmepumpe hast und die Regierung erhöht den Strompreis ums Doppelte, dann bist du bei 80% Kosten. Ja. Und wenn die den ums Dreifache erhöht, zahlst du vorher mehr als, auch mehr als vorher. Ja? Also man kann als Regierung ein wunderbares Geschäft machen mit Wärmepumpen. Du hast erstmal Wirtschaft, wächst, dann hast du laufend Einnahmen für nichts. Ja? Machst ein bisschen Steuer an CO2 und schon hast du dasselbe Geld, wie der Mann vorher für die Kohle bezahlt hat. Und da musstest du noch arbeiten für die Kohle oder fürs Holz oder fürs Gas. Dann machst du einfach die Steuer ein bisschen höher und dann bezahlt er mehr als vorher mit seiner Wärmepumpe. Ist doch Ja, gut. das Geschäft. ist gut. Aber Hajo, dafür zahlt er ja nicht nur mehr, sondern dafür rettet er ja auch den Planeten. Na, da hat er ein bisschen zu viel gerettet. Das ist mir einfach zu kalt. Ja, gut, man kann sich ja auch mal überretten. Ne? Also wir müssen jetzt uns wieder Deretisierung, würde jetzt deine Ex-Favoritin sagen. Die würde dieses Wort wahrscheinlich hier finden. Und wenn wir dann deretisieren, wird es wieder wärmer nächste Woche. Gott sei Dank. Ja. Also, das kommt der Sommer. Der wird Nein. ein sehr interessanter Sommer. Also, wir sind ja alle tot, ja, wegen dem Klimawandel. Aber
Wir als dann Gestorbene werden zufrieden sein mit dem, was im Sommer kommt. Also du meinst, wir sterben entweder an der Hitze oder wegen Putin. Ja, wir sterben sowieso, das steht ja jeden Tag in der Zeitung. Ja. Das ist richtig, da absolut, da gebe ich Entweder dir. der Putin oder der Trump oder der Asteroid oder die Sonne platzt auseinander oder der Virus kommt. Also du bist sowieso geliefert, ja. Also, Warum sollst du dir da große Gedanken noch machen? es sind also ganz schön gefährliche Zeiten. Ja. Die sind genauso gefährlich wie meine letzten 77 Jahre. Ja, aber das ist also gut, da hast du ja ein bisschen Vorsprung im Vergleich zu mir. Aber das heißt also, kann da guten Mutes in die Zukunft blicken. Ich würde noch ein Thema gerne ansprechen, und zwar diese leider immer noch vorherrschende Ost-West-Schere in der BRID, also BRD West und ehemals DDR, heute Ostdeutschland genannt. Wir hatten es da öfter auch schon außerhalb der Sendung, habe ich mich mit Hajo oder haben wir uns unterhalten, auch mit vielen anderen Menschen, auch vom Bundesstaatentreffen. Denn natürlich ist die Bewegung, ich sage jetzt mal Ost-West, ich benutze jetzt bewusst ganz kurz diese Metaphorik, in Mitteldeutschland, DDR, ist natürlich die Bewegung von der Menge Menschen größer. Aber ich habe mehr und mehr den Eindruck, die Anzahl Menschen, die merken, es läuft was schief, die mit dem System nicht mehr zufrieden sind, diese Anzahl ist im Westen alles andere als klein. Nur traut sich der Westbürger noch nicht so, das in die Öffentlichkeit zu tragen. Und da hast du, als wir vor der Sendung ganz kurz uns über dieses Thema unterhielten, was Nettes dazu gesagt bezüglich Besitz im Westen und Nichtbesitz in der DDR. Kannst du das vielleicht noch mal ganz kurz erklären? Das fand ich nämlich richtig gut. Wir haben in der DDR eine geradlinige Bewegung seit 49, eigentlich seit 45, ja, seit der Besetzung. Und die DDR-Bevölkerung ist gewohnt, dass die Regierung immer ihr Feind ist. Es war mal kurze 2 Jahre oder so vielleicht ein Jahr nur, 89, ja. Da haben die Massen gedacht, oh, jetzt kommt ja unsere Demokratie. Und nach einem Jahr hatten sie keine Arbeit mehr. Ja? Und dieser Zustand hat noch eine Verbindung zum Eigentum. In der DDR besitzt ja niemand irgendwas, ja? Außer ihr kleines Häuschen. Vielleicht haben sie sogar schon abbezahlt, die Reparatur. Aber mehr Eigentum gibt es nicht. Und im Westen gibt es halt über die 70 Jahre, die hinter uns liegen, große Vermögensbestände innerhalb der Bevölkerung. Also die maßgebliche Bevölkerung in den verschiedenen Territorien hat Eigentum. Und in Berlin wird ja versucht, über diese Eigentumsfragen die Leute unter Druck zu halten. Du kannst also im Westen, wenn du ein Häuschen und ein Konto und noch eine Villa irgendwo hast, nicht so viel Rummel machen, weil sie dir ans Geld gehen. Und sie versuchen dann, dich über Steuer zu finden, zu fangen oder über andere rechtliche Konstruktionen, die sie erfinden können. Und da ist es nicht ratsam, wenn du Vermögen besitzt, das öffentlich kundzutun, dass du gegen diese Berliner Diktatur bist. Und Das das ist heißt, ein Grund, aber das ist jetzt nur, wie viele Personen du zählen kannst. Ja? Der Zustand in Deutschland ist so weit, dass die gesamte Bevölkerung, maßgebliche Bevölkerung, die Schnauze voll hat. Und sie werden in dem heutigen Zustand jede neue politische Richtung akzeptieren, wenn sie angeordnet wird. Aber sie werden nicht kämpfen. Der Westdeutsche denkt immer, er kann mit dem Kreuzchen an irgendeiner Wahl was verändern. Kann er nicht. Völlig bedeutungslos, wen du wählst. Aber jetzt hoffen sie alle, die eine Hälfte, dass die CDU wiederkommt, ja, damit die Flüchtlinge endlich kommen können und damit die Steuern endlich erhöht werden können. Oder die wollen die AfD wählen, die in einer Wirtschaft, die gar nicht mehr existent ist. Wir sind ein Agrarland. Ja? Das wirst du bei dem China-Besuch mitgekriegt haben.
Sie werden nicht mehr in dem Zustand überleben können, weil wir nicht wichtig sind. Die Chinesen bezeichnen uns als Lieferant für Rindfleisch und was war es noch? Apple. Ja? Naja. Nicht Apple von Apple New York, sondern Apple. Ja? Also, Ja, Autos und Maschinenbau kann es ja nicht mehr sein, ist ja alles schon kaputt fast. die Chinesen wollen Hochtechnologie liefern. Also macht dir keine Gedanken. Das Ding hier ist gelaufen. Das wird erst wieder nach oben gehen, wenn die Menschen insgesamt frei sind. Wenn sie ohne diese katastrophale Bürokratie einfach arbeiten können, wie sie wollen. Das ist richtig und es wird deiner Meinung nach ja auch kommen und die Zeichen stehen ja auch gar nicht so schlecht. Vielleicht noch eins zu diesem, ich sage jetzt mal BRD West und ehemals DDR, weil unterm Strich haben wir ja überall in den deutschen Völkern, in allen Gebieten, bevor diese Geschichte losging vor über 100 Jahren, spezielle Menschen gehabt, die irgendwas speziell gut konnten. Sei es die Industrie dort, die Textilien dort, die Automobil hier, die Landwirtschaft da. Und das hat ja Deutschland oder die deutschen Völker so stark gemacht, grundsätzlich. Kann man alles nachlesen, liebe beruflich bedingten Zuhörer. Und es steht natürlich noch nicht fest, wo das nächste Bundesstaatentreffen stattfindet. Aber gesetzt den Fall, wir gehen mal Richtung BRD West, Hajo. Was würde deiner Meinung nach dafür sprechen? Weil wir waren jetzt ja dreimal in Mitteldeutschland, was ich für wichtig hielt, weil dort im Prinzip die Masse der Bewegung gerade auch stattfindet. Falls es jetzt mal der Westen sein sollte. Und nein, liebe Zuschauer, es steht noch nichts fest. Es gibt auch noch keine Stadt. Es ist nur jetzt mal eine imaginäre Mutmaßung unsererseits. Was würde denn für dich, für den Westen sprechen, für so ein Bundesstaatentreffen? Noch nichts. Du brauchst eine Bewegung innerhalb der Bevölkerung. Sie muss das akzeptieren. Ich würde da eher Königsberg bevorzugen. Ja. Heißt ja jetzt wieder Königsberg. Heißt wieder Königsberg? Ja. Ja. Weil dort, dann hast du die russische Bevölkerung auch auf deiner Seite. Die möchten dann gehen, nämlich auch gerne Deutsche werden. Jetzt bitte Monarchisten. Deutsche, ja? Nicht amerikanische Deutsche. Ein kleiner Unterschied. Ja? Aber mir ist es egal, ich komme zu jedem Bundesstaatentreffen, wenn ich dort gewünscht bin. Das heißt also, du würdest von Königsberg bis Freiburg in Südbaden, und das habe ich jetzt rein geografisch gemeint, ne, es sind keine mutmaßlichen Städte, weder die eine noch die andere ist im Ideentopf drin. Also du würdest in beide Städte fahren zum Bundesstaatentreffen, wenn du dort quasi Ja, kommen solltest. wenn es sein muss, kann man es auch in Namibia machen. Können wir auch in Namibia machen. Das ist richtig. Wäre jetzt vielleicht ein bisschen weit fürs Erste. Aber vielleicht machen wir der Tatsache mal eine Sondersendung. Da könnten wir mal so mit, da können wir mal so eine schöne, ausführliche Sendung machen zu der Thematik, warum der Westdeutsche genauso gebraucht wird in der Befreiung der deutschen Völker wie der Mitteldeutsche. Auch warum vielleicht in der ehemaligen DDR mehr Menschen auf der Straße sind, gerade die Thematik, die du ansprachst, bezüglich es gibt mehr Kapital und andere Dinge zu verlieren beim Westbürger, aber dass unterm Strich beide Ideologien, Schrägstrich beide urdeutschen Mentalitäten ja gebraucht werden, um gemeinsam nach vorne zu gehen. Das wäre vielleicht mal Tatsache eine Sondersendung wert, weil der eine kann es dauerhaft nicht ohne den anderen. Wir sind ja Ja, irgendwie dann doch die deutschen natürlich. Völker. Du hast einen kleinen Unterschied, der wesentlich ist. Der Westen ist industrialisiert und der Osten ist platt gemacht. Ja, es gibt überhaupt nichts im Osten, wo jemand was herstellt. Aber die Intelligenz ist in beiden Gruppen vorhanden. Im Westen kannst du natürlich mit Produkten besser fortstarten, aber im Osten hast du ein wunderbares Handwerk und du hast im Osten die gleiche Intelligenz und du kannst im Osten dann wieder auf die Schwerpunkte gehen, die in der DDR noch da waren. Ja, Rohrleitungsbau, Anlagenbau, Großmaschinenbau, also wo du mehr büchsen musst. Das brauchen die Russen und was die Russen brauchen, wird uns emporschnellen lassen. So,
Das heißt, wir haben die Industrie noch mehr im Westen, Die Fertigung. die Fertigung mehr im Westen, die Handwerkstechnik mehr in der DDR und die Intelligenz auf beiden Seiten. Also alle, die jetzt zuhören und immer denken, Hajo ist gegen die Westbürger, bitte diesen Passage nochmal zurückspulen. Ne? Also Hajo hat überhaupt nichts gegen irgendjemand, weder gegen einen deutschen Menschen noch einen anderen Menschen irgendwo auf dieser wunderschönen Welt. Denn, ne? Ich liebe sogar die Klimakleber, Die sind auch schön. weil die so bekloppt sind. Das gefällt mir einfach. Ja, die sind auch herrlich, vor allem jetzt bei dem Wetter. Ja, er hat keiner geklebt in den letzten 14 Tagen. Ja, war es zu kalt oder haben die kein Geld? Na, das war zu kalt und es gibt ja kein Moos mehr. Also, das heißt, wir haben es entklimaklebisiert. Ja. Sehr schön. Da würde ich sagen, haben wir es für heute, aber lass uns mal diese Sondersendung in Anführungszeichen West-Ost, vielleicht mit dem Titel Die gemeinsamen Stärken, weil darauf sollten wir uns alle besinnen, oder was meinst du dazu, Hajo? Ja, ich würde dir aber dann empfehlen, dann immer noch ein Wessi dazu. Ja, natürlich. Dann nehmen wir auf jeden Fall einen aus dem Westen dazu und ich mache dann den Schiedsrichter. Ich freue mich schon drauf. Nein, da brauche ich ja gar nicht Schiedsrichter machen, sondern ich fände das toll, wenn wir so eine Sendung machen können, weil es geht nur gemeinsam. Ne? Eine Fußballmannschaft kann auch nur gewinnen, wenn die Verteidigung unter Sturm gut ist. Ne? Nicht nur einer. Einer allein bringt es nicht auf Dauer. Also als Tor zu nörgeln. Du kannst auch das Tor zunageln, das ist richtig. Da würde jetzt, aber das ist nicht ganz jugendfrei, was ich jetzt wegen YouTube, da sage ich lieber nichts. Wir haben die Sendung jetzt quasi heute geschafft. Wir quatschen jetzt noch ein paar Minuten, aber wir stoppen jetzt die Aufnahme. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis bald. Und nein, wir haben noch keine Stadt fürs Bundesstaatentreffen. Nur die zwei genannten waren reine Beispiele. Die sind beide nicht im Ideenpool drin, um es neudeutsch auszudrücken. Tschüss, danke fürs Zuschauen. Bis bald. Namaste.